Steffi Graf und Gabriela Sabatini. Sie gehören zu den besten Spielerinnen der Welt. Venus Williams gegen Martina Hingis. Die Nummer 1 gegen die Nummer 4. Das Traumduell am Roten Baum, gleich im ZDF. Und selbstverständlich werden wir Sie auch über das zweite Halbfinale informieren zwischen Jelena Dokic und Kim Kleisters. Der Jugoslawin war ja gestern im Viertelfinale die größte Überraschung gelungen, denn sie besiegte mit 7:6 und 7:6, also zweimal im Tiebreak, die favorisierte Belgierin Justine Inne. Und deren Freundin mit weißer Kappe jetzt gleich zu sehen, Kim Kleisters, hatte sich gegen die Österreicherin Barbara Schett mit 6:4 und 6:2 durchgesetzt. Ja, eine Schrecksekunde mussten wir gestern hier auf dem Center Court auch miterleben, nämlich als sich Venus Williams im Spiel gegen Arantxa Sánchez Vicario am Knöchel ziemlich lange behandeln lassen musste. Sie spielte aber weiter und gewann schließlich in 3 Sätzen. Natürlich haben wir uns bemüht herauszubekommen, was denn Venus Williams hatte. Sie selbst ließ uns dann wissen, sie meine, es ist eine Dehnung einer Sehne im Knöchel. Der Turnierarzt hier, Professor Bernd Kabelka, sagte uns heute und ließ uns ausrichten, Venus Williams bittet darum, dass es einfach heißt, es wäre nichts Schlimmes. Sie würde fit sein und deswegen auch heute frisch und munter gegen Martina Hingis im Halbfinale antreten. Darüber freuen wir uns natürlich, denn ein Turnier ist natürlich immer hochklassig, wenn die Weltranglistenerste und die Titelverteidigerin weiter mit am Ball ist. Marcel Bergmann macht uns noch mehr Appetit auf das erste Halbfinale. Der Siegesjubel heute nach dem Match wird einer der beiden Spielerinnen gehören, die das Hamburger Turnier in den vergangenen 4 Jahren im Wechsel gewonnen haben. Venus Williams aus den USA oder der Schweizerin Martina Hingis. Zurzeit ist Venus Williams die Titelverteidigerin. Und auch in diesem Jahr hat die 21-Jährige wieder viel Optimismus an den Roten Baum mitgebracht. Ich habe hier schon zweimal gewonnen und bin auch diesmal wieder im Halbfinale. Irgendwie treffe ich die Bälle in Hamburg immer besonders gut und auch deshalb bin ich immer sehr gerne hier. 18 Mal haben Venus Williams und Martina Hingis bisher gegeneinander gespielt. Und noch führt die Schweizerin knapp mit 10:8 Siegen im Duell der ehemaligen gegen die neue Weltranglistenerste. I guess we've kind of switched positions. Wir haben zwar die Weltranglistenplätze getauscht, aber ich weiß, dass ich nur mit meinem besten Tennis gegen sie gewinnen kann. Auf dem Weg zurück zu ihrem besten Tennis scheint in diesem Jahr auch Martina Hingis zu sein. Das nur knapp verlorene Finale bei den Australian Open sowie bereits 2 Turniersiege zeugen von neuem Selbstbewusstsein und machen offenbar Lust auf das Duell mit der aktuellen Nummer 1. Ja, wir haben schon lange nicht mehr gespielt und jetzt ist sie im Moment die Nummer 1 und es ist schön, immer einfach die Beste zu spielen und morgen freue ich mich auf die Partie. Welche der beiden Spielerinnen auch immer heute dieses schon 19. Duell gewinnen wird, sie wird morgen auch im Finale die große Favoritin sein, auf den für beide dann jeweils schon 3. Hamburger Turniersieg. Also ich bin mir sicher, man würde sich bei jedem Grand-Slam-Turnier wünschen, diese Partie im Finale zu haben. Wir erleben es heute bereits hier am Hamburger Roten Baum in der Vorschlussrunde. Venus Williams gegen Martina Hingis. Unser Regisseur ist wieder Klaus Bokelberg und am Mikrofon begleitet dieses Match Rainer Deike. Das Match zwischen Venus Williams und Martina Hingis ist auch eine Frage des Prestiges. Und es geht schon los mit einer leichten Art von psychologischer Kriegsführung. Martina Hingis, die Schweizerin, hat hier die aktuelle Weltranglistenerste warten lassen, bis das Match beginnen kann. Das erste Halbfinale von Hamburg mit Aufschlag Hingis. Und ich bin sicher, dass heute Venus Williams mit einer ganz anderen Einstellung in diese Partie hineingehen wird als gestern gegen Arantxa Sánchez Vicario.
Allerdings beginnt sie so wie gestern, noch ohne Rhythmus. Gleich zwei Returnfehler. Ah, da hat sie die Schweizerin arg verschätzt. Hier die Einstellung von einer anderen Perspektive, von der Gegenseite aus gesehen. 30-15. Keine Dame im Welttennis schlägt so hart wie Venus Williams. 40-30. Und da kommt es für Martina Hingis darauf an, äußerst präzise zu spielen. Und sie ist ja in der Lage, wirklich ganz, ganz wenige Fehler zu machen. Sie muss die körperlichen Nachteile, die sie hat, gegenüber der Gegnerin ausgleichen durch intelligentes Spiel. Einstein, yes. Von links, die Mutter von Venus Williams, Aura Sean. Der Vater Richard ist hier in Hamburg nicht da. Der Vater, der ja die Karriere von Venus und ihrer Schwester Serena gefördert hat und die beiden so weit nach vorne gebracht hat, dass die, was einige vermuten, dass Welttennis in den nächsten Jahren möglicherweise dominieren. Das Match beginnt doch mit einem Break. Aufschlagverlust von Martina Hingis. 18 Mal haben bisher beide gegeneinander gespielt. Die Bilanz steht 10-8 für Hingis. Die Mutter von Martina Hingis, Melanie Molitor, selbst einst in der damaligen Tschechoslowakei Spitzenspielerin. Logischerweise hat sie die Karriere ihrer Tochter gefördert. Der Vorname Martina in Anlehnung an Martina Navratilova. Aber sie wanderten früh aus in die Schweiz. Und als Mädchen war Martina Schweizerin und hat das Damentennis in dem Nachbarland nach oben gebracht. Das erste Ass. Es wird ja im Fernsehen nie so deutlich, mit welchem Tempo die Damen spielen, vor allem Venus Williams. Eine schnelle 2-0-Führung für die Weltranglisten Erste, die es auch in jedem Fall bleiben wird, egal wie dieses Match ausgeht. Venus, die Titelverteidigerin, und Martina Hingis, die ehemalige Weltrangliste. 209 Wochen stand sie an der Spitze der Weltrangliste. Nolfensen, Lafferty.
Die Schweizerin hat sich darauf gefreut, gegen die Nummer 1 zu spielen. Jetzt kann sie jagen und ist nicht mehr die Gejagte, wie sie sagt. Sie hat hier einen Fanclub. Wunderbar. Und auch Venus Williams hat ihre Fans in Hamburg bei diesen doch unwirtlichen Bedingungen. Regen außerhalb, das Dach ist geschlossen. Es ist frisch. Williams führt 2-2 in Schlitz, 2-1. Das erste Spiel für die Schweizerin. Die beiden jungen Damen sind gleich alt, 21 momentan noch. Martina Hingis, geboren in Kosice, in der damaligen Tschechoslowakei, als die Tschechische Republik und die Slowakei noch ein Staat war, ist dann, wie gesagt, als junges Mädchen mit ihrer Mutter ausgewandert in die Schweiz, hat jetzt einen Wohnsitz in Tröbach und einen weiteren in den USA, in Saddlebrook, Florida. Früher hat sie schon die Karriere der Martina Hingis angedeutet. Als 12-Jährige gewann sie den Juniorenwettbewerb bei den internationalen Meisterschaften im Stade Roland Garros. Als 13-Jährige holte sie sich den Junioren-Wimbledon-Titel und mit 14 wurde sie schon Profi, hat inzwischen 40 Turniere gewonnen, insgesamt 5 Grand Slams, dreimal in Australien, einmal Wimbledon, einmal die US Open. Nur der Titel in Paris fehlt ihr noch. Zweimal stand sie dort im Finale, 97 verloren gegen die Kroatin Iva Majuli und 99 in dieser denkwürdigen Partie gegen Steffi Graf. Die Schiedsrichterin, eine ganz erfahrene Dame, Anne-Lazare Ulrich. 0-15, La 15. Sie, Französin, verheiratet mit einem Amerikaner, der selbst im Profi-Circuit auch Spiele leitet. Kriegt sie und macht den Punkt. Das ist die Spielweise der Martina Hingis. 0:30. Ganz genau, und sie nimmt die Bälle früh, das muss sie auch, und einfach nur versuchen, die Härte der Schläge von Venus Williams auszugleichen, zu kontern, sich nicht zurückdrängen zu lassen. War knapp, aber er war sicherlich neben der Linie.
Anlass, Herr Ulrich. Gibt dem Linienrichter recht. 15-30, 15-14. Das war wirklich eine hauchdünne Sache. Unsere Computeranimation bestätigt das. Nicht nur enorme Härte in den Schlägen der Wiener Flügel, sondern auch sehr, sehr gute Längen. Breakball für die Schweizerin. Letzter Wichtiger Schuss. Punkt. Nach 0-2 gleicht die Schweizerin aus. 2 bei der Tour. Niemand im Welttennis spielt mit so viel Überblick wie sie. Gibt's das? Zweimal spielt Venus Williams der Schweizerin auf den Schläger. Kompliment für diesen Überkopfball. 0-15, love it in. Das ist der Fuß von Venus Williams, der lädiert war und lädiert ist. Eine leichte Entzündung, so hieß es gestern, die allerdings die Amerikanerin wohl nicht behindert. Man hat da einen extrem harten Tapeverband angelegt. Nichts zu sehen, zu spüren von einer Behinderung. Diesen Punkt hat Venus Williams wirklich mit Kopf sich erarbeitet, ist gleich ihrer erstklassigen Rückhand nachgegangen, stand dann schon im Feld, um dann aus dem Halbfeld heraus mit der Vorhand zu punkten und ihr Konter beim Aufschlag, ihr Return ist klasse, weil sie den Ball auch sehr früh nimmt. Der Aufschlag von Martina Hingis ist möglicherweise eine Schwäche in ihrer Spielweise, in ihrem Spiel. Thank you.
Spiel Williams. Ein weiteres Break und die Amerikanerin geht mit 3:2 in Führung. Sie ist aufgewachsen in einem, so wie es heißt, trostlosen Vorort von Los Angeles. Insgesamt hat die Familie Williams 5 Töchter, von denen 2 erstklassig Tennis spielen. Vater Richard, selbst ein Hobby-Tennisspieler, und hier die Mutter, die immer ganz gelassen nebendran sitzt. Sie haben behutsam die Karrieren ihrer Töchter aufgebaut, sie durch den Sport von der Straße geholt, und jetzt ist sie die Nummer 1, Venus, ihre Schwester, ist drauf und dran aufzuholen. Es geht ja ab und zu das Gerücht, dass Vater Richard vorhersagt oder festlegt, wer von beiden gewinnt. Ganz, ganz selten spielen beide in demselben Turnier. Das passiert nur vielleicht bei den ganz Großen. Und zuletzt war das in Miami der Fall, als dann im Halbfinale die beiden Williams-Schwestern gegeneinander spielten und sie, Serena, ganz klar gewann, später auch das Turnier. Aber da kam es schon mal vor, dass eine von beiden gar nicht erst antrat. Keine Frage, Venus Williams hat hart an sich gearbeitet. Denn so eine Körperlänge ist ja nicht unbedingt immer ein Vorteil. Sie ist viel beweglicher geworden und sicherer in den Schlägen von der Grundlinie. Die Schweizerin probiert alles, ihre Gegnerin nicht in den Rhythmus kommen zu lassen. Riskanter Ball, aber perfekt gemacht. Und dann beide 15-0. Halbflugball als Stopp gespielt. Und Martina Hingis sieht schnell ein, dass sie diesen Ball gar nicht erreichen kann. Wunderbar. Und 10, 30, 15, 30. Das ist Damen-Tennis auf höchstem Niveau. Erster Doppelfehler der Venus Williams und eine weitere Breakmöglichkeit. Spiel Hingis. Vielleicht war der Ball ein bisschen versprungen. In jedem Fall hatte Venus Williams keine Kontrolle bei der Rückhand, macht den Fehler und somit erneut der Ausgleich 3:3. Sie sieht gleich, und man sieht es an ihrer Miene, dass der Ball missrät.
Beim Service muss Martina Hingis mehr tun. Besser platzieren, länger servieren. Das möchte sie wahrscheinlich auch, aber ob sie das auch immer kann, ist eine andere Frage. 0:30, Love Service. Herrlicher Ball. Wieder gepaart, Präzision mit Härte. Das ist heute eine ganz andere Venus Williams als gestern gegen die Spanierin Arantxa Sánchez Vicario. Man steigert sich natürlich auch mit der Qualität des Gegners oder der Gegnerin. Und auch Venus Williams weiß natürlich, dass Martina Hingis alles tun möchte, sie wieder von der Weltspitze zu verdrängen. Die Anlage hier am Hamburger Roten Baum, ein Blick nach draußen, da ist ein Swimmingpool, ein Club an der Alster und hier der Schwenk hinein in dieses tolle Stadion, das mehr als 13.000 Menschen Platz bietet mit einem zu verschließenden Dach. Bei dem Regenwetter ist natürlich auch das Dach geschlossen, um die Matches zu gewährleisten, dass man hier spielen kann und nicht einfach warten muss. Früher war das öfter der Fall. Leider. Sein. Da war die Geduld gefordert des Publikums. Der Deutsche Tennisbund hat die goldenen Zeiten von Steffi Graf oder mit Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich genutzt, so viel Geld einzunehmen, dass man sich diese Anlage, dieses Stadion leisten konnte. Erstklassig besetztes Turnier hier, dieser Wettbewerb, dieses internationale Damenturnier in Hamburg, bei dem es um 585.000 US-Dollar geht, das sind etwa 650.000 Euro. 15:15 Uhr. 93.000 US-Dollar für die Siegerin. Da holt sie erst aus, als wollte sie einen langen Ball schlagen, dann der Stoppversuch von Martina Hingis. Ball war im Netz, aber ich bin sicher, auch den hätte Venus Williams erlaufen. Spiel Williams. Exakter Ausschlag von Venus Williams, nicht mit voller Härte, aber sehr gut platziert. Und wieder führt sie mit 2 Spielen Abstand. 5:3. Des Stolperns macht die Amerikanerin den Punkt, verzögert diese Vorhand, entscheidet sich ganz spät für den Crossball.
und 10 beide Pizzino. Dreißig, fünfzehn, 30, 15. Da, das sind Fehler, die sich Martina Hingis nicht erlauben darf. Das sieht schon viel besser aus. Jetzt schickt sie Venus Williams auf die Reise und spielt dann gegen den Fuß. 40, 30, 40, 40. Spiel Hingis. Und auch sie schließt ihr Aufschlagspiel mit einem präzisen ersten Aufschlag ab. Verkürzt auf 4 zu 5. Oh. Wochen war sie die Nummer 1, hat Steffi Graf abgelöst, die ja immer noch mit 377 Wochen seit Einführung der Computer-Weltrangliste im Damentennis, das war im Ende 75, immer noch führt, die Deutsche, inzwischen Mutter eines Sohnes, und viele hoffen ja, dass sie mit ihrem Ehemann André Agassi hier zum Herrenturnier in 2 Wochen kommen wird. Venus Williams hat diese Position erst seit ein paar Wochen inne, tauschte die Plätze mit Jennifer Capriati, war Nummer 1 vom 25. Februar bis zum 17. März. Dann wieder 4 Wochen Capriati an Nummer 1 und seit dem 22. April steht sie wieder ganz vorne als 10. Spielerin im Welttennis überhaupt. Es begann seinerzeit mit Chris Evert Lloyd. Lange Nummer 1, dann Martina Navratilova, Steffi Graf, Monika Seles, alles ganz klangvolle Namen. Ja, da kommt die Amerikanerin 030, wiederum 040. In Schwierigkeiten. 030. Hat das Risiko gesucht mit der Rückhand. War dann am Ende zu viel Risiko. Weiter Doppelfehler von Venus Williams und dreimal die Möglichkeit für Martina Hingis auszugleichen. Hingis. 5 beide, 5-0. Zwei Doppelfehler nacheinander, das sieht man bei Venus Williams ganz, ganz selten. Sie ist ja im Circuit der Damen wirklich die Spielerin mit dem besten Aufschlag.
Die Amerikanerin jetzt mindestens einen Meter im Feld beim zweiten Aufschlag ihrer Gegnerin. Tja. Und das war eine Einladung für Williams. Da hat die Schweizerin Glück gehabt, denn ich glaube kaum, dass sie an diese Vorhand herangekommen wäre. Oder wenn überhaupt, dann nur mit ganz, ganz großer Mühe. 10, 30, 15, 30. Spiel Williams. Da hat sie zu sehr gezögert, die Schweizerin. Bei dem Angriff, sie hätte noch einen Schritt, vielleicht zwei Schritte weiter in Richtung Netz machen sollen, um bessere Kontrolle bei dem Flugball zu haben. Der Fehler und erneut ein Break gegen Martina Hingis. Ein eigentümlicher Spielverlauf. 2:0 Williams, dann 2:2, 5:3 Williams, dann 5:5. Jetzt wieder ein Break. Nach dem Gesetz der Serie müsste jetzt ein 7:5 folgen. Wollen wir mal sehen, ob jetzt die hochaufgeschossene Amerikanerin die Konzentration bewahren kann beim Aufschlag. Ganz wichtig ist immer der erste Punkt, den man macht in solch einem Spiel. Blicken wir noch einmal auf die Statistik. Wie gesagt, 10:8 die Bilanz für Hingis. Erst dreimal haben die beiden auf Sand gegeneinander gespielt. Auch das liegt schon einige Jahre zurück. Zuletzt 1999 bei den italienischen Meisterschaften in Rom. Damals gewann Venus Williams auf Sand gegen Martina Hingis. Zuvor gab es zwei Erfolge der Schweizerin. Los, das ist Schnee von gestern und Statistiken zählen hier und heute nun gar nichts. Gute Länge. Noch einmal. Da hatte Martina Hingis eigentlich schon das Kommando bei diesem Ballwechsel übernommen. War dann aber doch nicht energisch genug wieder bei diesem Angriff. Da hat sich Venus Williams sehr gut aus der Defensive gerettet. Ich habe das deutlich gehört, dass beim Aufschlag eine Seite an Venus Williams Schläger gerissen ist. Deswegen der Versuch, den Punkt ganz schnell zu beenden, was hier dann auch gelang. Mit dem Stoppball und dem anschließenden Volley. 40:0 und drei Satzbälle für die Amerikanerin.
Der müsste es sein und ist es auch. Aufschlag in Richtung Körper, ein Notreturn der Schweizerin und nach 36 Spielminuten geht der erste Satz im ersten Halbfinale von Hamburg mit 7:5 an die aktuelle Weltranglistenerste, an Venus Williams. Wie soll man diese Miene deuten? Zufriedenheit, Selbstsicherheit? Sie lässt sich nichts anmerken. Das war auch gestern der Fall im Spiel gegen Arantxa Sanchez-Vicario. Man wirft ja den Williams Schwestern bzw. der gesamten Familie vor, dass sich vielleicht zu sehr abkapselt, kaum mit den Kolleginnen spricht. Aber es ist eindeutig, sie haben das Welttennis absolut bereichert. Venus und Serena Williams. Venus hat auch schon 4 Grand Slam Titel auf ihrer Seite. Wimbledon und die US Open in den letzten beiden Jahren gewonnen, also 2000 und 2001. Sie ist die Olympiasiegerin von Sydney. War ein ganz großer Erfolg im Einzel und im Doppel mit ihrer Schwester Serena. Hier die Statistik des ersten Satzes. Entscheidend die Rubrik, die vierte von oben, die direkten Punkte. 22:11 zugunsten von Venus Williams, die auch ein paar Fehler weniger gemacht hat. Zweiter Satz, second serve. 1,85 Meter ist sie laut Media Guide lang, Venus Williams. Die Titelverteidigerin hier in Hamburg. Und jetzt wird es für Martina Hingis äußerst schwer, das Blatt noch zu wenden. Enorme Reichweite der Amerikanerin. Peter Williams, erstes Spiel, zweiter Satz, first game, second set. 1:0 Spiel für Venus Williams, ein weiteres Break. Und interessanterweise geht Martina Hingis auf der anderen Seite des Netzes, auf die gegenüberliegenden Seite. Also die beiden Spielerinnen begegnen sich nicht. Ich deute das nun mal so, dass Martina Hingis nun alles andere als happy ist mit ihrer Spielweise. Aber es wäre noch viel zu früh zu resignieren. Wenn gleich Venus Williams alles auspackt, was sie im Repertoire hat. Thank you.
Solche Bälle traut man ihr kaum zu, dass sie noch wirklich aus der Defensive heraus derart präzise spielen kann. Beeindruckende Vorstellung von Venus Williams, die jetzt auch im zweiten Satz schnell mit 2:0 in Führung geht. Williams führt 2:0, she leads 2-11. Der erste Doppelfehler von Martina Hingis. Erst einmal hat sie ihr Service durchbringen können. Und das ist eben halt der Unterschied momentan zwischen der Nummer 4 der Weltrangliste und der Nummer 1. Oh, war gerade noch gut dieser Ball. Der geht ins Aus, aber Martina Hingis nimmt ihn vorsichtshalber. Schauen wir uns diesen Überkopfball noch mal an. Ich bin sicher, er wäre seitlich ins Ausgegangen. Der ist zu lang. Wirklich überzeugend, was Venus Williams da bietet. Nicht immer 100% riskant. Spekuliert ab und zu mal auf den Fehler der Gegnerin. Schlicht und einfach bewundernswert. Vorteil Williams. Breakmöglichkeit zum 3:0 für die Amerikanerin. Kompliment auch an sie. Sie wehrt sich nach Kräften, um dann während des Ballwechsels die Initiative zu übernehmen. Einstein, yes. Ein ganz wichtiges Spiel. Tennis ist ja auch ein Rechenspiel. Steht es 0:3, ist, glaube ich, der Kuchen gegessen. Bei 1:2 hätte Martina Hingis noch ihre Chance.
Vorteil Hingis. Venus Williams beklagt einen Platzfehler. Williams führt 2 zu 1 Lead. Und Martina Hingis schafft wie im ersten Satz das 1 zu 2. Sie, die jetzt ja mit frischem Mut, mit frischen Kräften in das Jahr 2002 gegangen ist. Hier noch einmal die Szene, die zu diesem Punktgewinn für Martina Hingis führte. Und man kann deutlich sehen, wie sehr das Venus Williams hier missfällt, dass der Ball einfach versprungen ist. Martina Hingis hatte ja Ende des letzten Jahres mit einer Verletzung zu kämpfen. Beim Turnier in Villerstadt erlitt sie im Halbfinale im Spiel gegen Lindsay Davenport einen Bänderriss, musste dann ein paar Tage später operiert werden, fiel für den Rest des Jahres aus, kam zurück im Jahre 2002 beim Turnier in Sydney in der Vorbereitung auf das erste Grand Slam Turnier des Jahres, der Australian Open in Melbourne. Sie gewann auch dieses Turnier und zeigte auch bei den Australian Open eine beeindruckende Leistung, erreichte das Finale gegen Jennifer Capriati, hatte gar bei brütender Hitze 4 Matchbälle, konnte sie allerdings nicht verwerten und somit blieb Capriati die Titelverteidigerin von Melbourne. In der Woche danach ein weiterer Turniersieg, der insgesamt 40. für Martina Hingis beim Hallenturnier in Tokio. Aber sie ist in der Weltrangliste zurückgerutscht von Platz 1 auf Platz Nummer 4 momentan. Kampfgeist von Hingis, aber Venus Williams behielt den Überblick. Wirklich ein ganz beeindruckendes Damenmatch. Ja, da hat die Amerikanerin auch das Tempo mitgenommen des Returns von Hingis. 40-15. Ah, da war die Amerikanerin ein bisschen zu hastig. Sie hatte den Platz schön geöffnet mit dem Aufschlag. Da war die Rückhandecke frei von Hingis. Einstein, somit ist dieser wunderbare 40-0-Vorsprung dahin. Vorteil Williams.
Einstein, just Porter Williams. Sie hat ja den härtesten Aufschlag im Damentennis, ist in der Lage, mit mehr als 200 km/h den Ball hinein zu donnern. Einstein, yes. Aber schon der sechste Doppelfehler. Herrlicher Ball. Einstein, yes. Ein zähes Ringen jetzt hier um dieses vierte Spiel im zweiten Satz. Da sah es zunächst einmal ganz eindeutig aus für Venus Williams, dann kam der Netzroller und schon änderte sich die Marschrichtung. Nun wiederum Spielball für die Amerikanerin. Und diesmal schafft sie den Spielgewinn. Wieder der harte erste Aufschlag. 3:1, kein Seitenwechsel. Aber dieses Match geht doch auch für sie ein bisschen an die Substanz. Obwohl es in Hamburg alles andere als mild oder gar warm ist. 3:1 Führung für die Amerikanerin und Martina Hingis serviert mit 9 Bällen. Die Idee ist gut und richtig, aber es muss natürlich auch klappen. Der Ball muss kommen. Es scheint, als sei Venus Williams heute von der Grundlinie aus stärker als die Schweizerin. Also Steffi Graf hat schon eine äußerst harte Vorhand gehabt, aber so einen Schuss habe ich im Damentennis noch nie gesehen wie von Venus Williams. Bewunderung durch das Hamburger Publikum. Es bleibt dabei, Martina Hingis hat einfach ganz große Mühe und schafft es fast nie, ihr Service durchzubringen. Und das ist eben der Unterschied zu Venus Williams. Ich bin sicher, dass sie es auch ganz genau weiß und sie wird daran arbeiten,
Aber sie hat einfach körperliche Nachteile. Venus Williams ist einen halben Kopf größer als die Schweizerin. Sie kann da mehr machen beim Service, hat bessere Hebelverhältnisse bei allen Schlägen. Und wenn sie sich dann auch noch so gut bewegt wie heute, damit meine ich jetzt Venus Williams, dann ist sie möglicherweise unschlagbar. Beide haben ihren Turnierplan sehr dosiert. Erst das 7. Turnier von Martina Hingis, für Venus Williams erst das 8. Die Schweizerin spielt zum ersten Mal in diesem Sand ein Turnier auf, in diesem Jahr ein Turnier auf Sand. Im Gegensatz zur Amerikanerin, die schon in Florida, in Amelia Island, auf der amerikanischen Version des Sandes, auf der ein bisschen schneller ist, auf dem Sudan Hartzu im Finale stand und gewann gegen die Belgierin Justine Henin. Einen 2:6, 0:4 Rückstand umdrehte in einen im zweiten Satz 7:5 und im dritten Satz 7:6. In ihrer Bilanz schon 25 Turniersiege, allein in diesem Jahr 4. Das zeigt, welche Qualitäten Venus Williams im Tennis zu bieten hat. Genau auf der Linie. Ja, hier sieht die Computeranimation den Ball ebenfalls im Aus. Venus Williams lässt sich durch nichts irritieren. Ein Reflex. Und die Schweizerin ist mehr als glücklich, diesen Punkt gemacht zu haben. Vielleicht baut sie ja der Beifall des Publikums auf und sie kann dieses Match doch noch offen gestalten. Hat sie den Ball nicht exakt getroffen? Einstein jetzt. Der 7. Doppelfehler, aber ich denke, sie nimmt diese Doppelfehler in Kauf. Geht auch beim 2. Aufschlag manchmal ganz hohes Risiko. Diesmal ist Glück auf der Seite der Schweizerin.
Anstand ist. Ja, das ist ärgerlich. Sie wollte direkt punkten. Also da bin ich der Meinung, dass Venus Williams dieses Spiel verschenkt hat. Das kann einem manchmal bei 4:1 Führung egal sein, aber es kann auch mal fatal enden. Der Ball klatscht auf die Linie. Milton Lockettin. Mir scheint, Venus fühlt sich deswegen so sicher, weil sie der felsenfesten Überzeugung ist, jederzeit Martina Hingis das Service abnehmen zu können. Das unterstreicht ja auch diese Partie. Der ist so lang und so hoch und ein weiteres Break gegen die Schweizerin. 1 Stunde und 4 Minuten sind vorüber. 7:5, 5:2 für die Titelverteidigerin für Venus Williams. Der letzte Ball noch einmal in Zeitlupe. Dieser Stopp von Martina Hingis, viel zu hoch, viel zu lang. Keine Mühe für die Amerikanerin, den Ball zu erlaufen, spielt ihn dann locker an der Schweizerin vorbei. Das Ganze schauen wir uns noch einmal aus anderer Perspektive an. Und man sieht an dem Gesichtsausdruck der Amerikanerin, dass sie konzentriert ist, dass sie locker ist, dass sie selbstsicher ist. Und sie ist und bleibt die große Turnierfavoritin hier in Hamburg. Heute vielleicht die schwerste Aufgabe im Turnier. Wenngleich sie gestern gegen Arantxa Sánchez Vicario einen Satz abgegeben hat, aber da hat sie auch eine Klasse schlechter gespielt. Beide in der ersten Runde hier im Turnier mit einem Freilos. Und kam dann vergleichsweise sicher ins Halbfinale. Die Schweizerin mit etwas mehr Schwierigkeiten bei dem Sieg über die Slowakin Daniela Hantuchova. Der geht ins Aus. Auch das, würde ich sagen, ist ein verschenkter Punkt gewesen.
10, 13, 15, 13. Gibt es noch einmal ein Aufbäumen von Martina Hingis? Zunächst einmal ein weiterer Fehler von William, ein weiteres Break. Mal sehen, ob sie Qualitäten hat, von Punkt zu denken. Ja, wenn es erstmal 0:15 steht, dann ist man auch innerlich unruhig. Überragend gespielt von Venus Williams und nach einer Stunde, 9 Minuten Spielzeit die ersten Matchbälle in dieser Partie. Den ersten hat Venus Williams vergeben, den zweiten Martina Hingis abgewehrt. Und den dritten, was passiert nun? Zweiter Aufschlag und schauen Sie, die Amerikanerin wieder mehr als einen Meter im Feld. Diesmal klappt es mit dem Stoppball. Da langte die Rutschpartie von Venus Williams nicht mehr. Williams. Matchball Nummer 4. Thank you.
aus. Das schien es so, als hätte Martina Hingis diesen Ballwechsel doch noch im Griff in allerletzter Sekunde. Aber sie verzieht die Vorhand. Und somit haben wir die erste Finalistin des Turniers von Hamburg. Venus Williams bezwingt Martina Hingis nach 1 Stunde und 12 Minuten in überzeugender Manier mit 7:5 und 6:3. Das war mit Sicherheit eine Demonstration und ich kann mir vorstellen, sie fühlt Genugtuung, dass sie eben die ehemalige Weltranglisten-Erste dominiert hat. Venus Williams hier, die Titelverteidigerin, und sie kann Autogramme geben auf die kleinen und auf die großen Tennisbälle, die werden unter das Publikum gebracht. Martina Hingis verabschiedet sich kurz vom roten Baum. Sie wird wissen, woran es mangelt, wenn sie wieder ganz nach vorne kommen möchte, an die oberste Position in der Weltrangliste, wo eben Venus Williams momentan steht. Tja, liebe Zuschauer, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer wird die Finalgegnerin von Venus Williams? Und das sehen Sie gleich bei uns hier im ZDF. Sie ist die Nummer 3 der Welt. Sie Nummer 9. Kim Clijsters gegen Jelena Dokic. Zwei junge Wilde kämpfen um den Finaleinzug. Tja, zwei junge Wilde kämpfen gleich um den Finaleinzug. Venus Williams, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es bereits geschafft. Kompliment für dieses tolle Match. Ich glaube, es war unübersehbar. Sie haben dieses Spiel natürlich dominiert, waren jederzeit überlegen, aber es war durchaus kein leichtes Spiel gegen Martina Hingis. Nein, bestimmt nicht. Ich respektiere Martina als Spielerin sehr und ich muss mein bestes Tennis gegen sie spielen. Konsequent mein bestes Tennis. Heute musste ich mit meinem Aufschlag sehr kämpfen. Ich habe nicht so aufgeschlagen, wie ich es gerne möchte, aber meine Returns waren immer spitze. Dann habe ich immer einen Breakball gehabt und das war, glaube ich, der Schlüssel. Sie haben zu Recht sicherlich Martina Hingis jetzt auch schon gelobt. Schauen wir mal in einen Ballwechsel, ziemlich zu Beginn des Spieles rein, der, glaube ich, deutlich macht, dass Sie auf hohem Niveau gespielt haben und dass Sie Ihre Gegnerin niemals unterschätzen durften. Wenn Sie was sagen können? No, not at all. Ganz bestimmt nicht. Also das war ein ziemlich langer Ballwechsel und da muss man den Punkt machen. Das hatten wir in der Vergangenheit eigentlich schon oft und ich glaube, heute haben wir weniger lange Ballwechsel gehabt, denn wenn ich sie auf Sand oder auf Hartplatz spiele, dann spiele ich immer mein Power-Tennis, weil ich das einfach gerne spiele. Und sie spielt unheimlich gut, bringt die Bälle zurück und macht auch ihre Punkte. Also ich bin heute ganz schön gerannt, aber es hat sich gelohnt. Sie sind ganz schön gerannt und wir alle hatten so ein bisschen Sorge und haben gehofft, dass ihr Knöchel halten würde, denn gestern hatten sie eindeutig Probleme. Was war passiert und wie geht's Ihnen? Ich habe mir den Knöchel im ersten Match etwas überdehnt. Ich hatte früher eigentlich noch nie Probleme mit meinem Knöchel. Deswegen musste ich das erste Mal meinen Knöchel tapen. Und das war jetzt gegen Arantxa. Und ich wusste jetzt nicht, ob es hält. Aber gestern musste sehr viel Eis aufgelegt werden, auch 4-mal nach dem Match. Und heute Morgen habe ich noch mal mit Eis behandelt. Aber dann habe ich mich sehr viel besser gefühlt. Und dann hatte ich mich auch schon daran gewöhnt, dass es mal getaped war. Und ich würde Ihnen ganz gerne und den Zuschauern vor allem auch noch mal ein Beispiel zeigen, wie gut Sie sich selbst und Ihren Körper im Griff haben, nämlich in brenzlichen Situationen auch noch Herr der oder Frau der Lage sind. Sie waren schon fast gestolpert und ich glaube, es ist unübersehbar, es gibt für Sie kein Aufgeben, es geht immer weiter, ja? Nun, ich habe schon schlecht gespielt, auch im ersten Satz bis 2-0 und dann 3-5 war es ungefähr. Also da habe ich nicht so toll gespielt. Aber ich ärgere mich nie auf dem Platz und ich sage mir auch nie, den Fehler hättest du nicht machen sollen. Es ist ja zu spät, ich kann immer nur nach vorne blicken.
Und deswegen sage ich mir, hör auf, Fehler zu machen, spiel aggressiv und dann wird es schon alles gut. Ich bin so glücklich, wenn ich Sie lachen sehe. Es war heute selten auf dem Platz, aber hier im Studio wirken Sie sehr freundlich. Schauen wir mal rein, wenn Sie auf der Bank sitzen. Sie wirken immer so unglaublich cool, als würde an Sie nichts herankommen. Ist das Taktik oder sind Sie so cool und lässig? Also im Allgemeinen, so im Leben und auf dem Platz, da bin ich eigentlich ziemlich ruhig. Manchmal, da ändert sich das, vor allen Dingen, wenn man eine kleine Pause bekommt nach einem langen Spiel. Aber man muss sich dann schon wieder vorbereiten auf das Nächste. Mhm. Lassen Sie sich eigentlich durch nichts ablenken? Also zum Beispiel, wenn auch, es gab ja so Situationen, da waren vielleicht auch so Bälle umstritten. Also da hat man gestaunt, wie cool Sie einfach Ihr Match weitergemacht haben. Wer vermittelt Ihnen dieses erhabene Dasein auf dem Platz, auch gestern gegen Arantxa Sánchez Vicario? Manche meinen sogar, Mensch, die Venus wirkt ein bisschen arrogant. Oh, I don't know, I guess. Keine Ahnung. Also jeder ist ja ein bisschen anders als Person. Und für mich ist ein Punkt so wichtig wie die anderen bei 5 und 6. Und deswegen spielt man weiter gut. Und wenn die Entscheidung für mich ausfällt, dann ist es okay. Ich spiele jeden Punkt, wie er kommt. Und ich glaube, das erklärt es etwas. Sie haben vor allem ein tolles, gesundes Selbstbewusstsein. Schauen wir nochmal in einen ganz super Ballwechsel, wo der, glaube ich, auch belegt, dass Sie in einer anderen Liga spielen. Sind Sie unschlagbar in so einer Form, wie wir es jetzt auch gerade sehen? Thank you. Well, that was a great point. Danke, das war ein toller Punkt, denn sie hat jeden Ball einfach zurückgebracht und ich habe hier mein Leben gekämpft. Und wenn man diese Punkte ausspielt und wenn man sie gewinnt, das ist aufregend, das ist einfach toll. Selbst wenn man sie verliert, dann hat man das Gefühl, man hat sein Bestes geleistet. Die andere Spielerin auch und die Fans, das ganze Stadion, die fühlen das und die gehen im Spiel einfach mit. Venus, um ihren Hals glänzt ein wunderschönes Herz. Vielleicht sieht man das in der Kamera, wenn Sie Ihr Mikrofon ein klein wenig zur Seite nehmen. Ist das jemandem gewidmet? Das sieht so wunderschön aus. It was a gift. Das war ein Geschenk und da passe ich gut drauf auf. Ja. Im Finale, entweder Jelena Dokic oder Kim Kleisters, wer wäre Ihnen lieber? Well, I don't know. Tja, keine Ahnung. Ich nehme mal an Kleisters, weil sie auch höher in der Weltrangliste steht und ich brauche die Punkte. Um Weltranglisten-Erste zu bleiben. Wir freuen uns auf ein spannendes Finale. Vielleicht klappt es ja mit dem dritten Turniersieg in Hamburg. Dankeschön, Venus Williams. Danke. Thank you. Thank you. Also kommen wir zum zweiten Halbfinale hier.